Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Heute sind wir bei dem Sila Nummer 8 angelangt und das Sila Nummer 8 lautet in der Kurzform: den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. So, und jetzt habe ich das ein bisschen länger formuliert, fürs Rezitationsheft sozusagen. Ja. Also, des Leides für die Gemeinschaft bewusst, das entsteht, weil der Überfluss des Dharma eigenmächtig zurückgehalten wird, gelobe ich, meine erlangten Erkenntnisse und Einsichten mit allen Mitgliedern der Sangha freimütig zu teilen. Ich bin mir bewusst, dass ich in einer Welt der Fülle lebe, in der die Bedürfnisse aller Wesen zählen und dass das Leben genug für das Wohlergehen aller bereithält, wenn ich selbst weiß, was genügt. Ich bin entschlossen, Gier, Angst und Mangeldenken entgegenzutreten und mich für die Freude einzusetzen, die durch großzügigen Austausch und die Weitergabe der Geschenke des Lebens entsteht. Ich teile den Segen des Dharma, um das Leben zu feiern. Als ich das erste Mal in den Tokayan-Tempel kam, nach Japan, da habe ich erlebt, dass wir dort von allen Seiten beschenkt wurden. Das begann damit, dass ich kaum, dass ich angekommen war, hat der Roshi mir eine 2-Liter Flasche Black Label und eine 1-Liter Flasche Portwein durch den Jiki vorbeibringen lassen mit dem Gruß, ich soll mich ganz zu Hause fühlen in dem Tempel. Hat er so gedacht, haben wir ja mal was zu feiern. Ja, also. So. Und das hat sich fortgesetzt. Der Roshi hat uns alles Mögliche geschenkt. Gewänder, Fächer, Praxe, dass wir überhaupt da sein durften und praktizieren durften. Ja. Es war alles ein unglaubliches Geschenk. Wir sind da eingeladen worden ins Theater. Wir durften in Osaka, da gibt es eine Bunraku-Bühne, ihr könnt euch bequem hinsetzen, gibt es eine Bunraku-Bühne, ein Bunraku-Theater, ein klassisches, altes, japanisches Theater, wo halb lebensgroße Puppen von Puppenführern geführt werden, die selber entweder völlig in Schwarz eingehüllt sind oder der Hauptpuppenführer, der sitzt da in ganz normaler Kleidung. Und es werden die Puppen werden immer mit 3 Personen bewegt. Ja. Und dieser Hauptmensch, der sitzt da so dermaßen im Samadhi und so dermaßen reglos, dass man ihn vergisst. Man sieht ihn einfach nicht mehr. Nach kurzer Zeit sieht man nur noch die Puppen sich da bewegen. Und das Bunraku-Theater ist deshalb so ein geachtetes Theater, weil es in dieser Hinsicht auch einen wesentlichen Zug des Dharma offenbart. Nämlich, dass hinter unseren Bewegungen und was wir so tun,
Da gibt es einen großen Puppenspieler, den man gar nicht sieht. Und der führt uns den Geist und die Hände. Und das ist natürlich erstaunlich, wenn man das dann mal so symbolisch vorgeführt bekommt und dann tatsächlich sieht, wie leicht man den eigentlichen Drahtzieher da hinten aus dem Auge verliert und vergisst. Ja. Unsere Übung besteht darin, mit diesem Drahtzieher in Verbindung zu bleiben und den wahrzunehmen oder uns zumindest an ihn zu erinnern. Bei allem, was wir tun, und nicht in dieses Meins-Meins-Denken zu verfallen, was nun in unserer Kultur leider sehr vorherrschend geworden ist. Ja. Im Grunde geht es darum, sich in den Fluss des Lebens zu bewegen und mit dem Leben mitzufließen. Ja. Und für mich war das so erstaunlich, diese Geschenkhaltung, die ich in Japan erlebt habe. Also, dass wir sozusagen auch häufig anonym beschenkt wurden. Wir wussten gar nicht, wer nun eigentlich der Urheber von so einem bestimmten Geschenk war. Das wurde uns zuteil und ich spürte dann immer in mir so einen Drang, Mensch, ich will das wissen, ich will dem da was zurückgeben und so. Ne? Also irgendwie muss man doch mal so, wie bei uns, da ist man so gewöhnt, also lateinisch do ut des, ich gebe, weil du gibst. Ja? Also, diese Art von zweckgebundenen Austausch, das ist uns irgendwie so präsent. Das war nicht die Welt des Dharma. Der Dharma beschenkt nicht zweckgerichtet. Schenkt einfach. Ist einfach da mit seinen Geschenken. Und ich habe das schon öfter erwähnt, dass ich in Japan oft davon überrascht war, beispielsweise in ein Restaurant zu gehen, mir da irgendetwas zu bestellen, das zu essen. Und dann wollte ich das bezahlen und dann sagte der Ober oder die Bedienung, nee, ist schon bezahlt. Also nicht, wenn wir mit Japanern ins Restaurant gingen, dann war es sowieso klar, dass die bezahlt haben. Nee, wenn man da so wildfremd in so ein Restaurant, sie sagte, ja, ist schon bezahlt. Ja, wer denn? Ja, schon gegangen. Und dieses anonyme Schenken, das ist, woraus sie sich so einen richtigen Spaß machen. Ja. So. Den haben wir überrascht. Der hat nicht gemerkt, wie ich ihn beschenkt habe. Und meine Kinder, als die noch einen Buddha-Unterricht bekommen haben von mir, dann also haben die ihre berühmten zwei Buddha-Wanderungen angetreten. 11, 12, 13 sind hier in der Gegend rumgewandert und schlussendlich sogar bis nach Hannover und nach Bremen gekommen. Und die durften nichts für sich selber mitnehmen zu essen, sondern die sollten mal die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man einfach beschenkt wird, ja. Und auch vielleicht darum bittet und so sein Bedürfnis anspricht, wie das für andere Menschen ist, ja. In Wirklichkeit ist nämlich das Äußern von Wünschen auch eine Form der Großzügigkeit. Man gibt anderen die Gelegenheit, das Leben schöner zu machen. Und es ist auch ein Geschenk in sich, ja. Also, so. Deshalb könnt ihr, wenn es euch gerade mal schlecht geht und ihr was braucht, könnt ihr eigentlich in Nikolaus-Laune durchs Leben laufen. Ja. Ho, ho.
Ich bin einer, den könntet ihr jetzt noch was schenken. Er hat Lust dazu, am meisten. Ich bin total glücklich, wenn es passiert. So könnte man auch durchs Leben laufen, anstatt so, ich habe gar nichts. So, gut. Also die haben das auch gemacht und die hatten dann kleine Schokoladen mit und sowas, die sie selber nicht anrühren sollten, aber die sie benutzen konnten, um andere überraschend zu beschenken. Das haben sie auch gemacht, irgendwo hingelegt und dann geguckt, was machen die Leute mit diesen anonymen Geschenken, sich von ferne angeschaut und hatten eine diebische Freude daran, wenn die Leute, was ist das denn? Hm? Ja, behalten sie es nun, nehmen sie es an oder wie gehen sie damit um? Ne? Also, ja, und diese Form des, sagen wir mal, Fließgeschenkes, ja, so, das den Fluss des Lebens unterstützt, das absichtslos gegeben wird, einfach aus Freude am Leben, ja, das kann man weitergeben. Das habe ich irgendwie in Japan noch mal so richtig gelernt, ja. Da gibt es ja auch zwei Monatsgehälter im Jahr für Einkommensempfänger nur zum Zwecke des Schenkens. Also die kriegen im Juli und im Dezember oder was, kriegen die ein ganzes Monatsgehalt nur um anderen Menschen geschenkt. Das ist eine großartige Angelegenheit, ja. Also von seiner Großzügigkeit, weil das in der japanischen Gesellschaft ein Bewusstsein davon herrscht, dass das Betätigen von Großzügigkeit, dass das zum Glücklichmachen aller beiträgt. Nicht nur von der Person, die sich großzügig verhält, ja. So, und deshalb habe ich hier das so ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und ja, es ist eben so, je nachdem, wie wir energetisch verfasst sind, sind wir auch als Individuum, haben wir mehr Aufmerksamkeit, diesen Fluss des Lebens zu fördern oder uns ihm gegenüber als eng zu erweisen. Also, ich habe ja schon erwähnt, dass der Lebensgarten gerade so eine gewisse Finanzkrise durchlebt. Und da hat jemand ins Internet gestellt, Sparmaßnahme. Wir sparen das Licht am Ende des Tunnels ein. Lustiger Gedanke. Ja, also die letzte Hoffnung kann man auch noch wegsparen. Also sparen, ne, so, das bringt da in so einer engen Situation irgendwie nicht wirklich was. Ist zwar sinnvoll, also nicht mehr Geld auszugeben, als man hat oder so, irgendwo in so einem Wirtschaftsbetrieb. Aber auf der anderen Seite, die Mentalität, jetzt muss alles hier, jetzt darf keine Großzügigkeit mehr walten, die bewirkt genau das Gegenteil. So, dann ist Sterntaler irgendwie besser, ja. Sieht man ja auch im Märchen, das hat ja geklappt, ne? Dieses Mädchen, das hat ein Kleid nach dem anderen Mantel und alles verschenkt. Zum Schluss ist es kalt und es hat nur sein kleines Unterhemdchen an, ne? Und geht aber vertrauensvoll durch die Welt und mit einem Mal regnen Sterne in dieses Hemdchen. Und es ist dann wieder zurück in der Welt der Fülle. Ja? Also dieses Bewusstsein in sich zu ernähren, dass ich in einer Welt der Fülle lebe und natürlich nicht meine Privatfülle, sondern die teile ich mit allen Wesen. Ja? Und zu wissen, also die Bedürfnisse aller Wesen sind wichtig. Es gibt da nicht den Mr. Wichtig, dessen sie besonders wichtig sind. Ne? Nee, alle Wesen sind ausgestattet
Es gehört eigentlich zu ihrem Reichtum dazu, dass sie Bedürfnisse haben. Ja? Sonst würde man sich ja gar nicht bewegen. Sonst wäre man ja so wie Steine und Felsen. Womöglich haben die auch Bedürfnisse. Also, na, so, das sind unsere Motoren. Und das macht das Getriebe des Lebens spannend, dass wir das haben. Und dass diese Bedürfnisse mal im Mangel sind und mal in Fülle. Und dass wir uns da gegenseitig unterstützen können und in austauschen können. Das macht den ganzen Spaß im Leben aus. Und nichts ist schlimmer, als in Angst und Mangeldenken zu verfallen. Dann wird alles eng und kann ich das noch weggeben? So diese Geisteshaltung, die isoliert mich. Ja? Und ich habe ja einen Bruder, der das Familienunternehmen übernommen hat und es kurz nachdem mein Vater dann gestorben ist, hat er das vertickt, ja, für 160 Millionen. Natürlich haben wir anderen Geschwister, die wir alle mit daran gewirkt haben, dass das Wahrheit werden konnte, dass er dieses Unternehmen übernimmt, hatten so eine Idee, Mensch, der hat jetzt die Möglichkeit, großzügig zu sein. Hatte er nicht. Kein Cent hat er rausgeholt von seinen 160 Millionen. Ich habe mich gefragt, in welcher inneren Armut lebt er eigentlich? Ja? Was ist das, das ihn hindert, großzügig zu sein? Ne? Ja, er brauchte das Geld, um Kunstgegenstände aufzukaufen. Ja. Andere Unternehmensteile zu erwerben. So. Okay, ich will dem nicht weiter nachgehen. Ich wollte nur sagen, dass mich das schockiert hat. Ja. Und das ist mir aufgefallen, dass gerade die Wohlhabenden von so einer merkwürdigen Enge oft umgeben sind. Ja. Und da bedauere ich sie dafür, dass sie nicht im Fluss des Lebens sein können, aus Angst. Plötzlich nichts mehr zu haben oder so. Das kann uns gar nicht passieren. Solange wir leben, ist immer für uns gesorgt, ist immer was für uns da. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, und manche Menschen machen das fest daran, dass sie sagen, also, ja, ich würde gerne geben, aber ich habe kein Geld. Die haben solche Visionen, also wenn ich mal 6 richtige Lotto habe, dann kriegen meine Söhne und dann kriegen meine Nachbarn und ich und so weiter. Nur es klappt nicht mit den 6 richtigen, ja. Und da müssen sie da lange auf die Gelegenheit warten, ihre Großzügigkeit zu erleben. Nee, wir sind immer in der Lage, großzügig zu sein. Beispielsweise, indem wir freundliche Sprache gebrauchen. Das ist ein solcher Segen, freundliche Worte zu verwenden, eine mitfühlende Sprache anzuwenden. Das trägt dermaßen zum Segen anderer Wesen bei, wenn wir auch beispielsweise, wenn wir mal harsch angesprochen werden oder merken, na, der Person geht es gerade schlecht und sie lässt ihren Ärger an uns aus. Wenn wir dann von unserer Großzügigkeit Gebrauch machen und diese Person freundlich und mitfühlend ansprechen, das kann die total verändern. Es kann einen richtigen Umbruch in ihrem Leben bewirken. Dogen, der hat vor über 800 Jahren hat er in seinem Shobogen so einen ganzen Abschnitt dem Thema Aigo gewidmet. Freundliche Sprache. Er sagt, freundliche Sprache bedeutet, dass du den Geist des Mitgefühls in dir erwächst. Wenn du fühlenden Wesen begegnest und ihnen liebende Worte anbietest, das macht sie froh.
freundliche Sprache ist das Gegenteil von grausamer, gewaltsamer Sprache, die zu Engherzigkeit und Ablehnung führt. Der sagt, ich empfehle dir zu beherzigen, dass freundliche Sprache aus einem freundlichen Geist hervorgeht und freundlicher Geist der Same für mitfühlenden Geist ist. Sei dir der Tatsache bewusst, dass freundliche Sprache sich nicht darin erschöpft, die Verdienste anderer zu preisen, sondern dass sie Macht hat, das Schicksal der ganzen Nation zum Guten zu wenden. Und mit der ganzen Nation, damit meint er der ganzen Welt. Ja? Freundliche Sprache hat so eine Macht. Das trauen wir immer nicht zu, sind ja nur Worte. Nein, wir übermitteln unser ganzes Herz damit. Und deshalb hat es so eine durchschlagende Wirkung. Können wir so dazu beitragen, dass andere Wesen glücklich werden. Der Roshi, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man als Lehrer beispielsweise von seinen Schülern oder anderen Menschen Geschenke erhält. Ja, ist diese wunderbare Austauschbeziehung. Manchmal schenkt der Lehrer seinen Schülern, manchmal schenken die Schüler ihren Lehrer. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, wenn du etwas geschenkt erhältst, sei dir bewusst, dass dieses Geschenk dem Dharma gilt. Die Menschen ehren, indem sie dir etwas schenken, darin den Dharma, den Buddha-Dharma. Nimm es also nicht persönlich. Ja, sagen, oh, habe ich wieder was tolles Geschenk gekriegt. So, allmählich steige ich hier in der öffentlichen Achtung. Nee, eben nicht. Ja, sondern der Buddha Dharma wird dadurch geehrt. Ja, und das können wir also, indem wir unsere Großzügigkeit betätigen, grundsätzlich tun. Wir ehren nicht nur die Person, wir ehren den Buddha Dharma mit jedem Geschenk, was wir machen. Weil das ist die Natur des großen Lebens. Wir sitzen da in einem Paradies von früh bis spät, von Wundern und Geschenken umzingelt. Ob das jetzt die Rotkehlchen sind, die da morgens flöten, oder die Herbstblätter, die uns hingeworfen werden, der Wind, der in den Bäumen raschelt, die Sonne, die aufgeht, der Mond, der morgens noch am Himmel steht. Es ist eine unglaubliche Fülle, der wir unentwegt ausgesetzt sind. Und unser Problem ist, wir stehen diesen paradiesischen Zuständen nicht zur Verfügung. Wir sind gerade mit so einem kleinen schwarzen Fleck in diesem Paradies beschäftigt. Namens Hans oder Frieda oder wie auch immer. Denken, na, wenn der schwarze Fleck nicht da wäre, dann wäre es vielleicht ganz schön hier auf dieser Welt, aber der ist ja nun mal leider da. Ja? Da ist unser Blick abgewendet davon. Wir können das nicht, den Reichtum nicht wirklich genießen. Ja? Wir sind unversehens in die Welt des Mangels gerutscht. Und die Welt des Mangels ist die Welt der Opfer. Ja? Wir sind dann Opfer. Unser Wohlergehen machen wir abhängig von Verhalten anderer. War von dem, was uns so zusteht. Oder so. Ja. Also, wir sind da in dieser Opferwelt. Und das ist tragisch, weil es ist nicht unsere Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist, wir sind von einem Paradies umzingelt. Und leider Gottes gibt es Tendenzen, dieses Paradies ungenutzt zugrunde zu richten. Durch Ausnutzung von irgendetwas im Sinne von haben wollen, haben, haben, haben.
die Ozeane leer gefischt, ja. Die Erdkruste in jeder Hinsicht ausgenutzt, Bodenschätze rausgegraben und so weiter. Und die Protagonisten dieser Art des Vorgehens, die planen, nachdem dieser Planet hier verbraucht ist, ihr Wirken auf dem Mars fortzusetzen. Da kann man jetzt schon Plätze buchen bei Elon Musk oder so, ne? Wenn ihr da mal hin wollt. Also, da kratzt man schon mal ein bisschen so die Taler zusammen. Weil es dann hier nicht mehr geht. Das ist ja wohl die Höhe, ja? Dass wir als kluge Wesen, die wir diesen Planeten hier anvertraut bekommen haben vom Buddha Dharma, dass uns nichts Besseres einfällt, als den hier zur Venus zu machen und dann zum Mars abzudüsen. Nee. Also da muss wohl noch was geschehen. Und deshalb sitzen wir ja hier, damit wir aus dieser Falle aussteigen. Ist ja eine geistige Falle. Ja. Naja, und deshalb ist es wirklich wichtig, dieses Gemeinschaftskoan, den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Das bedeutet, sich darin zu üben, sagen wir mal, im Gedanken des Diamant-Sutra zu sprechen. Das Meinige ist nicht das Meinige. Darum kann ich es meins nennen. Ja, wenn ich mir darüber im Klaren bin, das ist alles nur geliehen oder zur Verfügung gestellt. Es gehört mir nicht wirklich. Dann kann ich sagen, okay, also hier mein Maß. Ne? Nee, mit diesem Geist geht das. Aber sobald ich sage, dann ist vorbei. Ja, und das Ding zu knacken, ja, das ist ständig Gegenstand der Übung. Was eben tragisch ist, wenn wir in Gemeinschaft leben, wenn ich anfange, so zurückhaltend zu werden, mit dem, über das ich Verfügungsgewalt habe, ja, also meine Erkenntnisse halte ich zurück. Soll ja doch selber drauf kommen, der Idiot, ja. Ich bin ja nicht bereit, ihm das zuteil werden zu lassen, was ich erkannt habe. Nee, das nutze ich erstmal für mich selber. Oh, schlimm, wenn sowas in der Sangha sich ausbreitet. Dann ist irgendwie der Wurm drin. Ja. Das Schöne ist, wenn ich etwas erkannt habe, wenn mir etwas klar geworden ist, dann raus damit. Die anderen sollen auch wissen. Ich meine jetzt nicht das Doxan-Gespräch veröffentlichen. Nee, das nicht. Aber das, was ich daraus gezogen habe, das ist sofort verfügbar für alle Wesen zu deren Errettung und Erweckung und was auch immer, wofür es dienen kann. Das halten wir nicht zurück, weil wir eben ja auch merken, wie schön das ist, das zu teilen. Ist einfach herrlich, ja. Es ist so furchtbar, wenn man da so ängstlich auf irgendwas rumsitzt. Ja. Ich selber habe aber das in meinem Leben erlebt, so als Kind, dass ich nicht bereit war, immer zu teilen. Ja. Natürlich subtil. Beispielsweise, als meine Eltern schon getrennt lebten, da kriegten wir von meinem Vater, mein Bruder Peter und ich, ein Osterpäckchen geschickt. Da waren zwei Osterhasen drin und ich durfte das Päckchen aufmachen und habe mit einem Blick gesehen, dass der eine Osterhase da nicht mehr ganz in Ordnung war. Ja. Und dann habe ich meinen Bruder bedauernd angeschaut und habe zu ihm gesagt, oh Peter, schade, deiner ist kaputt. Das ist so eine subtile, angeblich mitfühlende Haltung, die doch das eigene Schäflein erstmal so vor Augen hat. Ja? Also
davor warne ich. Mein Bruder hat mir später schwer heimgezahlt, diese Art von dein Osterhase ist kaputt und so weiter. Ja. Der hat mir da noch vertraut, aber später hat er sich gesagt, nee, das muss ich erstmal selber überprüfen. Ja. Das kann einem eben so ankommen, weil wir ja auch als Kind erstmal leicht fallen können in den Irrtum, den alle Wesen, der alle Wesen befällt, die anfangen zu denken, dass sie nämlich glauben, sie stehen der Welt gegenüber. Die Welt um sie herum, das sind sie nicht selber. Na? Nee, die sind ich und da dann gibt es da so eine Grenze, hier meine Haut zum Beispiel oder meine Klamotten oder mein Zimmer und dann da draußen ist so eine andere Welt, ja, die steht mir gegenüber, mit der habe ich in der gewisser Weise nichts zu tun. Ja, das ist nicht meins, ja, das ist anders. So, dieser grundlegende Irrtum, der ist unglaublich wirkmächtig. Die grundlegende Verblendung, die nährt unser Identitätsbewusstsein. Buddhismus unterscheiden wir ja 8 Bewusstseinsstufen. Und das 7. Bewusstsein, Manas, das ist das Identitätsbewusstsein. Ja? Das ist mein Körper, meine Gedanken, Copyright, Christoph Hadlapp. Meine Gefühle. Meine Wahrnehmung. Ja. Die 5 Skandhas. Ne? Das sind die Ausgangspunkte für diese Art von anhaftendem Denken und gleichzeitig isolierendem Denken. Das bringt Leiden. Und unsere Übung besteht darin, diese Griffe, die wir da in früher Kindheit manchmal entwickeln, oder auch in unserem Erwachsenenleben vielleicht noch verschlimmert, die wieder zu lösen. Wir lernen das erst so allmählich, dass Wahlfreiheit und Loslassen, dass das irgendwie zusammengehört. Ja. Wir können nicht immer wählen und dann alles haben, 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 das haben wir nicht hin. Ja. So, in Fluss bringen die ganze Sache. Es gibt manche Koans, die sich damit beschäftigen und der großartige Zen-Meister Yoshu, der hat ja den 3. Patriarchen Sengzan immer wieder zitiert. Ja. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur Abhold wählerischer Wahl. Denn wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen wolkenlos. Ja, wenn wir nicht festhalten, dann können wir die große Klarheit erleben, ja? Können wir das sehen, wie alles miteinander zusammenhängt und dass wir da durchaus Akteure sein können. Wie Rinzai sagt, der Zen-Meister ist, oder die Zen-Meisterin ist Master of all circumstances. Das ist, was wir anstreben. Master of all circumstances. Herr, Meister aller Umstände zu sein. Nicht Opfer aller Umstände. Das ist ein anderer Geist. Ja. Oh, ich bin wieder mal Opfer der Umstände geworden. Ja, der war wieder so und der war... Nein. Nicht Zen-Master. Zen-Master ist immer Meister aller Umstände. Wir laden die Umstände ein in unser Leben. Wir sind mit denen. Wir brauchen vor denen keine Angst zu haben. Alle Umstände sind willkommen. Flüchtlingsströme kommen, her damit. Ja, weißt du, ich will jetzt die Beispiele nicht zu sehr verfeinern und zu sehr vertiefen hier auf unsere Alltagswelt. Ich will einfach mal das Prinzip hier nochmal verdeutlichen. Mit dem wir vermeiden können, den Überfluss des Dharma eigenmächtig zurückzuhalten. Es ist ja eine große Versuchung, das eigenmächtig zurückzuhalten.
man denkt, wenn das auf meinem Sparkonto ist, ist erstmal gut, ja. Ja, kann man immer noch mal was draus machen, wer weiß, ja. So, wir lassen es nicht gerne im Fluss so dahin ziehen, ja. Den Mut zu fassen, zu sagen, ja, alle Umstände lade ich ein in mein Leben. Dann kann ich Meister dieser Umstände sein. Weil dann kann ich mit ihnen umgehen. Dann kann ich mich auf sie beziehen. Dann gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen den Umständen und mir. Ja? Dann bin ich die Umstände. Und die Umstände sind ich. Das ist eine Haltung, die wir uns durch die Übung nach und nach aneignen. Und dazu beizutragen, das kann die Sangha, indem sie dieses achte Sila übt, den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückzuhalten. Im Fluss zu bleiben, großzügig zu bleiben, zu vertrauen und sich zu öffnen zur großen Klarheit des Dharma. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.